D3, die kreative digitale Lösung. In vielen analogen Studios wird die Kreativität durch die Anzahl der Kopiergenerationen, die erstellt werden können, erheblich eingeschränkt. Mit der Einführung der JVC D3 Digitalrekorder erreichen Sie die vollkommene kreative Freiheit. Durch die voll digitale Signalverarbeitung sind Sie praktisch unabhängig von der Anzahl an Generationen. Betrachten Sie nur einmal diesen Qualitätsunterschied zwischen einem typischen 1-Zoll-Rekorder und dem JVC Composite Digitalrekorder PRD1000E. Die Bild- und natürlich auch die Tonqualität der D3-Rekorder bleibt exzellent, gleichgültig, wie viele Generationen sie anfertigen. Bislang brachte der Wechsel zu digitaler Technik einen Austausch aller bestehenden PAL-Geräte mit sich. So verschwindet Ihr Bildmischer, die Kreuzschiene, die Digitaleffekte, der Schriftgenerator, die Messgeräte, die Monitore und vergessen Sie nicht die Verkabelung. Das muss nicht sein. Mit dem D3 Composite Digitalrekorder gibt Ihnen JVC die Möglichkeit, auch weiterhin Ihre teuren Analoggeräte effektiv zu nutzen, einschließlich der bereits vorhandenen Rekorder, und trotzdem sind die Vorteile der Digitaltechnik verfügbar. Mit der Integration des Composite Digitalrekorders PRD1000E. Der D3 Composite Digital Standard gibt Ihnen die Möglichkeit, alle vorhandenen Geräte anzuschließen und damit eine außerordentlich leistungsfähige digitale Post-Production aufzubauen. Die Integration des D3-Rekorders ist ganz einfach. Sie benutzen weiterhin die vorhandenen Signalquellen und die gesamte Verkabelung. BNC für Video und XLR für Audio. Gleiches gilt natürlich für die Ausgänge. Für den digitalen Informationsaustausch nutzen Sie digitale Parallel-Ein- und Ausgänge. Die Standard RS422-Verbindung sorgt für eine einwandfreie Kommunikation bei nahezu allen Schnittsystemen. Eine große LCD-Anzeige sorgt für klare Bedienerinformationen. 12 Menüs vereinfachen die Anwendung sowie die technische Betreuung. Spezielle Anwender- und Abgleichmenüs sind verfügbar. Nahezu alle Einstellungen werden über die Tastatur eingegeben und sofort gespeichert. Für Spezialanwendungen können produktionsspezifische Einstellungen als User-Files abgespeichert werden. Der Jog- und Shuttle-Betrieb ist komfortabel ausgelegt und ermöglicht einen Suchlauf mit einer bis zu 100-fachen Normalgeschwindigkeit. Im VARA-Scan-Modus können Sie von dreifacher Vorlaufgeschwindigkeit bis zu einfacher Rücklaufgeschwindigkeit die Wiedergabe regeln und das in erstklassiger Qualität. Das D3-Format arbeitet mit 1/2 Zoll Metallbandkassetten. Hier ist das Spurbild klar zu sehen. Jede Spur repräsentiert ein Viertel eines Halbbildes. Digitale Audiospuren befinden sich oberhalb und unterhalb der Videospuren. Die analoge Kontrollspur sorgt für einen einfachen Audiosuchlauf. Timecode und Steuerspuren befinden sich im unteren Bereich. Die perfekte Kompatibilität wird durch die Einführung entsprechender Spurabstände im Schnittbetrieb sichergestellt. Zur Demonstration der leistungsfähigen Fehlerkorrektur ziehen wir die Stecker von 2 der 4 Videoköpfe ab. Nach Einschaltung der Fehlerkorrektur werden die fehlenden Daten errechnet und eingesetzt. Das heißt, trotz halber Kopfzahl ist eine gute Wiedergabe sichergestellt. Die Platinen im PRD1000E sind leicht zugänglich. Sowohl von vorne als auch von oben. Die Frontbedieneinheit kann leicht abgenommen und über ein Verlängerungskabel angeschlossen werden. Am Anfang der Bearbeitung wird das Analogsignal in ein Digitalsignal umgesetzt.
Innerhalb des Rekorders erfolgt die gesamte Verarbeitung im digitalen Bereich. Am Ausgang des Rekorders erzeugt der Digital-Analog-Wandler wieder ein komplettes PAL-Signal. Bei der Verwendung der Parallel-Digital-Ein- und Ausgänge ist eine Analog-Digital-Umwandlung überflüssig. Die meisten Post-Production-Studios arbeiten mit Analogrekordern, einem Bildmischer und anderen analogen Peripheriegeräten. Zur Steigerung der kreativen Freiheit, der Bildqualität und zur weiteren sinnvollen Verwendung ihrer Analoggeräte können Sie als Ersatz für Ihren 1-Zoll-Rekorder problemlos die JVC Composite Digital Recorder integrieren. Der Einbau ist einfach, denn die D3 arbeitet mit den gleichen Signalen und der gleichen Kabelinfrastruktur. Innerhalb weniger Minuten machen Sie den Schritt in das digitale Zeitalter. Mit der Multi-Layer-Technik können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Generationen aufzeichnen und trotzdem Ihre Analoggeräte als Quelle einsetzen. Der Dyad ist ein digitaler Keyer. Der Standard-Key-Ausgang und das Füllsignal des Bildmischers gehen auf den Eingang des Dyad. Nach der AD-Wandlung steht ein digitaler Key zur Verfügung. Die digitalen Ein- und Ausgänge der D3-Recorder werden mit dem Dyad verbunden. Bei jedem Überspielvorgang zwischen den beiden D3-Recordern kann ein digitaler Key in einem vollkommen transparenten digitalen Umfeld eingefügt werden. Das Ergebnis ist eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Ebenen aus analogen Quellen auf einem D3-Master. Die D3 in Verbindung mit dem Dyad verwandelt Ihr vorhandenes Analogsystem in ein leistungsfähiges digitales Produktionszentrum und das bei recht geringen Investitionskosten. Ein besonderes Merkmal der D3 ist die Pre-Read-Funktion. Damit kann das Rekordersignal abgespielt und sofort wieder aufgezeichnet werden. Das war mit Analogrekordern bisher nicht möglich. Sie können also ein aufgezeichnetes Signal abspielen, mischen und an der gleichen Stelle gleichzeitig wieder aufzeichnen. In Verbindung mit dem Dyad ist so eine Multi-Layerings-Arbeitsweise mit nur einem Rekorder möglich. Eine D3-Maschine reicht also zum Einstieg in die digitale Welt. Dank exzellenter Qualität, geringem Gewicht und niedriger Leistungsaufnahme ist der JVC D3-Rekorder ideal für Ihren Ü-Wagen. Die hohe Aufzeichnungsdichte der Video- und Audiosignale, verbunden mit einer leistungsfähigen Fehlerkorrektur, bietet bei der Filmüberspielung ein Masterband, bei dem Dropouts der Vergangenheit angehören. Die D3 ist ideal für Ihr Kopierzentrum. Die hohe Bildqualität in Verbindung mit der langen Spielzeit prädestiniert die PRD1000 zum Nachfolger für das 1-Zoll-Masterformat. Das kompakte Halbzollformat erlaubt den Bau des ersten volldigitalen Camcorders. Die kompakten Kassetten gibt es im kleinen, mittleren und großen Format. Der Dyad Digital Kia. Mit der D3 von JVC können Sie schon morgen Ihrem Kunden die anspruchsvollsten Digitalproduktionen anbieten, Ihrem Kreativteam neue Möglichkeiten eröffnen und zusätzlich Ihrem Kaufmann ein sinnvolles Investitionsschema vorlegen. Die Composite-Digital-Technik in Verbindung mit Ihren vorhandenen Geräten eröffnet Ihnen ganz neue Bereiche in der Produktion und bei Ihren Kunden.